Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wer hätte das gedacht? Ja, wir sind hier immer noch in der Senetra und wir müssen, so wie ich auf der Karte gerade gesehen habe, noch einen Generator hier kaputt hauen. Also so wie den hier. Ich schätze mal, wir müssen hier unten rechts hin. Und jetzt macht es auch Sinn, dass hier noch so ein Teleporter ist, weil wir müssen ganz eindeutig noch dahin. Und ich wollte schon den ganzen Weg aufs Screen zurücklaufen. Ich Idiot. Okay, ich sollte natürlich auch ein bisschen auf die Story achten, aber ich kann mir nicht jedes einzelne Detail merken, Entschuldigung. Also wäre schon eine gute Idee, wenn ich mir wüsste, was wir überhaupt hier machen. Aber wie man sieht, ist das bei mir nicht der Fall. Okay. Dann nehmen wir erstmal das hier. Wir bekommen sehr viel Sachen. Ich würde sagen, in diesem Part schaffen wir noch den Generator hier zu holen. Dann kann ich auch locker hier schwarze Federn. Dann kann ich auch locker mal zurückgehen und speichern. Schatzmeister, geil. Das ist noch was. Komm her. Danke. Und dann können wir Schatzmeister, verdammt! Jetzt habe ich wieder oben drauf geguckt und konnte nicht sehen, dass da ein Gegner ist. Zack. Und Leuchttornado, weil der Angriff springt voll. Black. Kommt mein Stab irgendein Element? Aua. Zack. Hey, geil. Sturmblitz. Oh, geil, den Angriff kann man auch verbinden. Okay. Ja, der alte Knochen. Nein. Also doch. Mit so einem mentalen Aussetzer wie sonst auch immer. Wie alle 15 Minuten, während ich einen Part aufnehme. Ein Phönixband. Halt mich sofort bei K.O. wieder. Verdammt. Dann soll man macht eines Phönix versehen sein. Du kannst sie aber nicht nutzen, wenn du sie ausrüstest. Was soll das denn bedeuten? Kidding me? Okay. Wir kommen hier noch zurück. Okay. Dann gehen wir mal da lang. Jo, aber erstmal hier lang. Meisterhafte. Ach, hier sind wir gekommen. Was haben wir gedacht? Okay. Wer hätte das gedacht? Ich gehe den falschen Weg. So. Was haben wir hier? Oh. Achtung! Dieses Zeichen steht für Achtung, Gefahr. Ach du Kacke. 13.000. Ich glaube, die machen uns platt. Nicht bevor wir sie platt machen. Verdammt. Zack. Zack. Verdammt. Verdammt! Ich wollte meine Mystik gerade einsetzen, falls das überhaupt ging. Leute! Ah, egal. Oh, dann haben wir ihn erst auf. Mann. Dann läuft nie irgendwo was. Nicht. Was? Achso, Mila hat ein Level-Up, ich Idiot. Ja, Entschuldigung, Mila. Hau mir keine rein. Und erweitert. Ich sehe gerade, die Lilium-Kugeln sind noch verdammt klein. Ich habe mir letztens nur die ersten Kugeln angeguckt, deswegen. Und die sind verdammt größer gewesen. Oh, Art. So, Kappe. Und Teppe. Teppich. Boah, war der gut. Und, ja, weiter geht's. Lala. Chimärmene. Die ist privat von Agria. Ja, persönlich wollte ich sagen, ich Idiot. Mann! Was zum Teufel? Wie kann man privat mit persönlich verwechseln? Was soll das denn? Ja, zurück. Dann nochmal den ganzen Weg hier rum. Tut mir leid, dass ich fünfmal auf der Karte gucke, aber ich bin halt dämlich. Dann schaffen wir doch nicht alles hier in diesem Part, würde ich sagen.
und wir schaffen alles in diesem Part hier als gesamtes Spiel. Ich mache erstmal hier den Generator platt. Noch ein Ausrufezeichen Gegner. Das war irgendwie komisch. So. Oh, nur 3 Gegner, 4 Gegner. Boah, der eine hat sich hinter den anderen versteckt, was hat denn? Mann. Au. Gott, verdammt. Ha, hier kriegt er mich nie. Ha. 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 Voll abschieden. Verdammt. Au. Auf so rum zu schreien, Alter. Ich schreie da auch nicht die ganze Zeit. Boah. Leuchttornado. Jo. Jo. Nein, nein. Abgelehnt. Aua, ich wollte ausweichen, aber du Fettsack, was im Weg. Dann setze ich wieder Leuchttornado ein. Wenn nichts anderes hilft, dann Leuchttornado. Zoom. Und ich habe verdammt viel Geld. Möchte ich ausgeben. So, dann tun wir wieder diesen komplexen Generator ausschalten. Ja, kann ich Jude einfach mit seiner Faust draufhauen. Statt so eine Minikugel hier. Error. Was soll diese Reaktion, Jude? The barrier bar should be gone now. Let's return to the central hall. Die Reaktion von Jude war, das ist hohe Wissenschaft. Das versteht ihr nicht. Es ist sogar für einen Professor Doktor zu hoch. Da müsste ich in dem Part ja noch eigentlich bis zum Speichern kommen. Dann kann ich noch offscreen ein bisschen hier Lehnen aufballern. Und Zeugs. Und hier schon wieder so ein Ding zum Schieben. Wo bist du? Hier. This is the Starbird sector. Enemy activity is increasing. We need reinforcements. Roger that. Seid mal ruhig, ihr seid doch gar nicht in unserer Truppe. Oder seid ihr vielleicht Bonuscharakter, von denen ich nichts weiß? Ja. Omega Elixier, geil. So, ich wollte schon sagen, wenn du jetzt vor der Tür stehst, ne? Dann wäre ich überrascht. Oh Gott. Typ mit den Schallplatten. Ah. Danke. Boah, bist du blöd. Oh, geil. Blöd. Das ist die Sackgasse. Und hi. Tschüss. Dank des Lebens, ja, meinetwegen. Vielleicht kann ich auch in den Parts hier. Ich könnte in den Parts schon mal hier Ausrüstung und so kaufen. Obwohl, erst das Ding aufleveln und dann Ausrüstung kaufen, da wäre ein bisschen blöd, weil. Erst die Shops aufzuleveln wäre ein bisschen klüger, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ich muss erstmal sowieso den Weg zurückfinden. Betonung liegt auf finden. Zu früh. Aua! Er kommt mit seinem Fuß so. Und zack. Und zack. Und zack. Verdammt. Ich bin nur mit Elise. Mann. Jetzt haben wir kein Gericht mehr. Ihr Säcke. Nom. So, weiter geht's. Ja, da geht's dann. Die Betonung liegt auf hinten. Hier lang. Du siehst mich nicht. Okay, vielleicht doch, aber du kriegst mich nicht. Und du auch nicht. Muhahaha. Ich bin Ezio aus Assassin's Creed. Nur lauter. Wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Verdammt, wie komme ich jetzt wieder zurück? Hier lang, glaube ich.
glaube. Na? Auch hier? Hier oben rechts? Also oben links? Nee, nicht noch ein Gegner. Wir haben schon zwei Gegner, übertreib's nicht. Drei Ausrufezeichen Gegner, ich meine, hallo. Ich bin noch gar nicht am Hafen. So gar nicht wahr, völlig falsche Information. Muss ich direkt meinen Swag Talk hier reinsprechen? Nein, da geht's nicht lang. Oder? Wo komme ich hier hin? Ich hoffe, ich werde nicht direkt. Hier ist der Raum, genau. Verdammt, ich habe gar nicht die Abkürzung genommen. Verdammt! Jetzt kommt voll der Boss kommen und ich werde voll durchgenommen. Von allen Seiten auf einmal. Dann kann ich nichts machen. Ich würde mich gern vorbereiten, weil das riecht doch hier so nach Dungeon-Abschluss und Boss und finaler Endkampf. Also, ich meine, ich habe jetzt hier alles erkundet. Ich hoffe nur, dass, wenn ich mich nicht der Tür näher, ich auch nicht diesen Kampf dann auslöse, der ganz bestimmt kommen wird. Und shit, welcher war denn jetzt? Ich muss hier lang, um zum Speicherpunkt zu kommen, ne? Das ist nicht der richtige Ort. Ich muss da lang, ne? Ja, okay. Sehe schon. Und einen Zweikämpfer schaffen wir noch. Kommt ihr her? Na? Kling. Boah, trefft mich doch richtig. Aua. Ist der. Aua. 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 Au, au, au. Mila, wo bist du? Mila, danke. Nio. Ja, ich hoffe, ich die Runden ein bisschen überpowert. Aber die sind eigentlich nichts anderes als wie ein Tales of the Abyss, die FOF als, also von Field of Phonons, wo so im Kampf so Bereiche erschienen sind. Oh, diesmal hat's geklappt. Hat sie sich nicht letztens eine selber gebraten? Aber egal. Ja, wie Field of Phonons, wo die hier so im Kampf erschienen sind und dann. Mann. Hä? Warte mal, ist hier noch ein Gebiet? Halt, stopp. Lass mich da mal kurz gucken. Waren wir da schon? Ich glaube, da war nichts, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Es ist nur ein Tag her. Nur hier ist nichts. Mein Gott, viele von uns. Wo im Kampf so Felder aufgetaucht sind, die irgendwelche Elemente hatten und denen man dann so Elemente zufügen konnte. So, dann würde ich sagen, das wäre der geeignetste Ort für einen Schnitt und ich glaube, die Seitengeneratoren begibt sich in den Kontrollraum. Ja, wir sind dann fertig und können dann zum Kontrollraum. Wie es dann weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.